Klimaschutz ist ein Thema, wo jeder sagt, man muss was machen, aber wenn es dann konkret ans Handeln geht, fühlt man sich dann doch nicht so zuständig. Deswegen finde ich es gut, wenn eine Stadt als Kommune da auch dann wirklich aktiv wird. Heidelberg ist aktiv geworden. Die Stadt will bis 2050 klimaneutral werden. Das heißt, der CO2-Ausstoß soll um 95% reduziert werden. Um das zu erreichen, wird ein Masterplan 100% Klimaschutz aufgestellt. Dabei ziehen Stadt, Experten und Bürger zusammen an einem Strang. In 3 Bürgerkonferenzen wurden Ideen eingebracht. Es sind über 70 Maßnahmen definiert worden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Mobilität, Konsum, Beratung, Wohnen und. Und davon sind 13 Maßnahmen mit oberster Priorität festgelegt worden. Diese werden jetzt vom IFO-Institut in den Masterplan integriert und nach der Sommerpause dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt. Ideen unterschiedlichster Art. Als Vorschlag haben wir erarbeitet, Heidelberg auf dem Weg zu klimafreundlicher Ernährung, dass geschaut wird, dass man auf Tiefkühlkost verzichtet, dass der Anteil tierischer Produkte möglichst gegen Null geht, dass regional und saisonal hauptsächlich verwendet wird und außerdem die Einführung eines Veggie Days für Heidelberg. Donnerstags bieten die Gastronomen ein vegetarisches Gericht an, ein Tagesgericht. Viele Sachen, wie man Konsumverhalten allgemein umstellen kann oder auch Produkte wiederverwenden oder recyceln kann. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt schon so, dass wir ein Vier-Parteien-Haus sind, aber nur einen gemeinsamen Trockner besitzen. Ich habe mich eingetragen jetzt hier verschiedentlich für Beratung für die Errichtung einer Solar-Etagenheizung, ähnlich wie die einzelnen Bestandteile des Campingmoduls. Die Förderung von E-Mobilität, die bessere Verteilung von Carsharing-Parkplätzen, auch für E-Carsharing. Dann, was ich ganz spannend finde, die Organisation eines autofreien Sonntags in Heidelberg. Und auch ein sehr herausforderndes Projekt, die Altstadt autofrei zu machen. Heidelberg ist eine von 19 Modellkommunen in Deutschland, die beim Masterplan 100% Klimaschutz mitmachen. Ausgewählt vom Bundesumweltministerium als Pionier der Energiewende. Die einzige Kommune aus Baden-Württemberg. Da ist man stolz drauf und ich finde, Heidelberg ist auch der richtige Ort, um dieses Projekt tatsächlich hier jetzt anzugehen. Wir haben es mit einer Stadt zu tun, in der das Thema Klimaschutz bereits eine lange Tradition hat. Und weil Klimaschutz eben jeden angeht, kommt für einige das Modellprojekt Masterplan 100% Klimaschutz gerade recht. Das ist zum ersten Mal eine Möglichkeit, dass man sich da artikulieren kann. Ich habe jetzt auch erst damit angefangen, einfach angeregt durch diese Konferenzen. Dieser Masterplan hat den Zielhorizont 2050. Heißt, wir haben noch 37 Jahre Zeit. Und da Anbetracht dieses Zeithorizonts ist alles machbar. Da darf man auch visionär denken. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir für die folgenden Generationen das alles so erhalten, wie wir es heute vorfinden. Da muss man sich der Thematik einfach annehmen. Heidelberg nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und da sind wir, denke ich, alle froh, dass wir hier dabei sein können.